Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon, dem Online-Modus. Und zwar, wir machen jetzt weiter mit Rangkämpfen. Der eine Zepper A85 ist jetzt wieder einsatzbereit. Und dann schauen wir mal, wie wir uns hier im Dingspark und im, habe ich gerade nicht so gesehen, weil mein Monitor gerade vom Fernseher stand, habe, konnte ich den Namen nicht lesen. Ja, nee, das ist ja egal. Auf jeden Fall, zwei Maps warten auf uns. Wir spielen mal wieder die schöne Credits-Musik. Schön. So, Arowana Center und Pugasio Skate Park. Arowana Center ist für mich so eine Sniper-Station. Da stehen gerne die Sniper. Das finde ich mal geil, wenn ich einen Sniper im Team habe. Wenn andere Leute einen Sniper haben, ist das nervig. Und Pugasio Skate Park, das ist so eine Map. Boah, das ist so eine... Also Arowana Center kann man noch beherrschen, aber Pugasio Skate Park, das ist einfach nur Chaos immer. Das ist echt immer ein bisschen... Boah. Jetzt, naja, ist, ja, mal gucken, was kommt. Also, ich bin mehr mit zwei zufrieden. Beide sind gerade keine Maps, würde ich sagen. Freue mich auf beide. Obwohl, ich muss, ey, oh, jetzt habe ich aus den Track gewechselt. Nein, ich will keine News Tracks haben. Den auch nicht. Möchte die Credits haben. Ah, ist nicht falsch. Na, egal. Ja. Wie muss ich sagen, ich habe da Kofferfischschlager schon mal länger nicht mehr gespielt gehabt in der Rangkampf-Map-Version. Naja. Aber Pugasio Skate Park, das sind zwei geil. Oh, wir haben einen Sniper. Hier nicht so viel wert, aber beim anderen. Beim Dings Arowana Center wird das sehr viel wert sein. Also Leute, freut euch jetzt auf Rangkämpfe. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil Rangkämpfe liebe ich einfach in dem Spiel. Finde ich so geil gemacht. Und dann schauen wir mal, da ist schon mal der erste Roller. Den haben wir schon mal getötet. Und da oben ist auch noch einer. Und den haben wir nicht getötet. Da ist aber trotzdem immer noch einer. Den war noch einer. Dann nehmen wir einmal hier das Gebiet nicht ein. Ich habe den nicht gesehen. Tut mir leid. So, ja. Herrscher, da langt das schon mal wunderschön. Aber das ist halt hier schwer zu halten, wie man sieht. So, ich glaube, der letzte Mal war ich auch mal ein bisschen ausfallend geworden beim Rangkampf. Das könnte hier auch wieder sein. So, erstmal hier wieder blau. Das gehört nämlich nicht euch. Das ist nicht mein Gebiet. So, ja, genau, machen wir mal. Erst ein bisschen falsch gemacht, aber okay. Komm schon. Mein Gott, ich habe den nicht gekriegt. Also, tut mir leid, falls wieder. Ich möchte Schimpfwörter echt verhindern, natürlich. Aber es kann sein bei manchen Situationen. Aber naja, wir werden es sehen. Ich hab den nicht getötet. Geht schon wieder los. Ach, ey, was eigentlich. Ne? Hier ist schon wieder gelb. Das ist mal ein schlechtes Zeichen, wenn hier gelb ist. Da muss man immer alles umfärben dann. Sonst ist das echt nervig. So, hier, lalalala. Keine. Ach, gehen wir doch nicht da. Mann, da will ich da hinspringen. Okay. Ich sehe, okay, Mitte, warte, Mitte geht. Ja, Mitte geht jetzt. Also das hier ist Mitte. Ja, was machst du denn da? Geh mal weg da. Ja komm, ich habe ja auch getötet. Wollte das sagen. So, das ist aber wunderschön. Zwar führen die immer noch. Könnt ihr mal was machen, Team? Das wäre voll geil. Komm, Team, macht was. Bitte. Wieso ist der eine schon wieder angefärbt? Hallo, ihr seid doch doof. Ihr müsst das doch weg einfärben. So. Sehe schon wieder. Boah, geht mir da einen auf den Keks. Schigi. Schigi und Dings geht mal auf den Keks. Wie ist der andere noch? Weiß ich nicht. So. Sehr schön, Leute. Habt ihr sehr schön gemacht. Oh, da wurde man angehalten. Was? Da wurde man angehalten. Was? Was ist denn jetzt passiert? Was denn da passiert, Leute? Also, die sind auch alle oben wieder auf dem Turm, ey. Ich merke das doch schon wieder. So. Oh, nochmal zurück hier. Wunderbar geil. Jetzt müssen wir noch was andere Gebiete haben. So. Oh, Herrscher wieder lang. Hey, 67er Bonus. Hihi, hihi, hihi. Hihi, hihi, hihi. War das eine gute Idee? Ja, war eine gute Idee. So, hier nochmal blau. Blau, blau, blau. Gut, Enzian. Ja, ja. So. Alles gerade im blauen Bereich. Außer da. Da kämpft schon wieder einer. Ja. War eine gute Idee, da runter zu gehen? Nein, war es nicht. Gut. Wissen wir es jetzt auch, Leute. Da kam gerade ein Airstrike, ein Tintferno. Tja, wir hatten so eine schöne Position eigentlich gehabt. Oh, jetzt geht der schon wieder von hinten ein auf den Keks. Moch, und dann kommt da der Roller an. Ach, ich liebe dieses Spiel. Mhm. Allerdings haben die einen Plusbonus. Erstmal noch einen guten. Können wir den Roller mal bitte... Ja, Tintferno. Na, nicht Tintferno, Tintenzitern. Guck mal, Leute, drei Leute, vier, alle vier vom Team sind gerade tot. Ist das nicht geil, Leute? Mhm. Also entweder habe ich ein gutes Team... Oder ein gutes Ohr, also, ja, was war denn das für ein Geräusch? Ah, die muss ich mal durch. Alt, ja, ich habe den einen aber getötet. So, das wollte ich nämlich erreichen. So.
Ich hoffe, ich übersteuere manchmal nicht, wenn ich laut bin. Aber dann tut es mir leid. Nee. So. Könnt ihr mal bitte... Danke, Zähler anhalten. Zähler anhalten. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von mir. So, da kommt doch schon wieder einer. Ja, und dann kommt da noch eine Rolle an. Natürlich. So, jetzt dürfen wir da bestimmt einnehmen. Genau, gegnerische Herrschaft. Leute, ihr müsstet einnehmen, ne? Sonst 4, 3, 2, 1, vorbei. Wunderschön. Wunderschönes Team. Wunderschön. Habt ihr schön gemacht. Ui, ja, das ist ja wunderbar, wunderbar. Wir haben halt auch einen Roller und einen Sniper im Team, ne? Der Roller passt halt so, obwohl der andere auch einen Roller. Aber wir haben 6-11, was, wir haben 6-11, ach du Scheiße, 6-11, ey. Nee, die ist so geil. Uiuiui. Ja, dann mal Kampf fortsetzen und dann geht's mit den schönen Credits. Ja, schön. Sehr schöne Musik, sehr, sehr schön. Ja, das war jetzt ein, ja, Rangkampf. Ja, ja, toll. Ich verstehe mal an der Einstellung Money. Voll lustig. Hallöchen Leute, wir suchen noch einen Mitspieler. Ein Mitspieler wird gesucht hier in der Splatoon-Runde Nummer 432.000. Wir suchen einen Mitspieler, egal ob Japaner, Amerikaner, Europäer, wir laden alle ein. Wir warten noch auf einen Spieler. Ein Spieler wird noch gesucht, ein Spieler wird gesucht. Gratis, gratis. Hallo, kommt Leute ran. Wir suchen noch einen Spieler. Einen Spieler suchen wir noch. Und dann geht's los hier. In 200 Sekunden maximal werden wir euch sonst alle rausschmeißen. Alle, die bezahlt haben. Für ihre Runde hier. Natürlich bezahlt ihr nicht, aber... Ja. Ah, Ernesto, Ernesto, guter Spieler. Komm, sie machen jetzt gute, gute Spiele und dann gute. Dann sind alle zufrieden. Gemeine ist ja, 4 Leute werden sich freuen, 5 werden sich, 5 werden sich ärgern, genau. 4 freuen sich, 5 ärgern sich. Logisch. Weil 4 gegen 5, genau. Nein, natürlich, 4 freuen sich, 4 ärgern sich. Hier haben wir den einen Sniper und da ist eine Rolle. Nee. Und da hat einer seinen Amiibo-Anzug. Aha. Den könnte ich auch mal anziehen, aber ich finde den halt potten hässlich. Und ist einfach nur, kann ich den töten? Das Problem ist, wenn man im ersten Sekunden keinen Kill macht, dann weiß man, das Ding wird gleich eingenommen. Oder auch nicht. Wir nehmen es ein. Kann man auch machen. So, und das muss man wieder zurück entfernen, sonst wird das einen behindern. Ne? So. So, kommt Leute, kommen Sie ran. Oh, ich hätte fast das Gamepad auf den Boden fallen lassen. Upsala. Ich hätte interessant, das Gamepad hat gar keine Schlaufe. Wie Fernbedienung. Das heißt, wenn es auf den Boden fällt, fällt es auf den Boden. Obwohl, das schwingt man ja auch nicht, wie Gamepad. Ja, obwohl, man hält es immer die ganze Zeit in zwei Händen, ne? So, dankeschön, tschüss, tot. Aua, hat sogar noch Schaden gemacht. So, weg mit dir. Woher kommt... Wieso ist das auf einmal lila? So, weg damit. So, ja, sicher, so. Hier, dein ist tot, das ist wunderbar. So, aua, ich krieg Schaden. In der Luft, aus der Luft, in der Luft. Oh, das ist ein Sniper, Sniper, kümmere dich drum, vielen Dank. Herrschaft wieder mal erlangt. So, der ist auch weg. Das ist sehr schön. Mal einen Echolocator anmachen. Da oben ist einer. Und nervt. Da ist der Tod. Sehr schön. Der Zähler wird wieder angehalten. Da wird schon wieder jemand getötet. Oh, komm schon. Entweder ich... was? Ich kann doch heute zielen. Was ist denn hier los? Ich habe heute schon mal Splatoon gespielt heute. Da waren meine Runden gut. Aber ich glaube, da war Team einfach auch nur geil gewesen. Ne, das könnte, glaube ich, daran gelegen haben. Oh, was renne ich da auch noch in die Zone rein? Jetzt haben die mal Herrschaft. Sehr toll. Ist ja wunderbar. Können wir den da töten? Dankeschön. War weg mit dir. Vielen Dank. Ist das der Dings-Sniper oder was für ein Sniper ist das? Oh Gott. Ja, wollte ich sagen, den würde ich aber auch getötet haben, ja. So. So. Ja, toll.
Da ist einer hinten. Das ist keine gute Idee, da ich jetzt hier reingegangen bin. Nein, war es keine gute Idee. Nein, es war keine gute Idee. Dankeschön für die gegnerische Herrschaft und für den Tod. Mr. Blub. Hä? Ah ja, echte Locator, geil. Guckt euch doch mal an hier, wo die hin sind, die Leute. Hallo, können wir den mal töten? Ach ja. Wir waren die ganze Zeit am Führen und jetzt auf einmal die. Solche Runden liebe ich. Könnt ihr mal bitte euch wie Männer verhalten und einfach mal da hinkommen? Oh, jetzt war ich doch noch drin gewesen. Aber ich glaube, wo wird zurück heran. Nein, wird's nicht. Boah. Boah. Hier war doch gerade noch irgendeiner gewesen. Ach, da kommt ein Erststrike. Wieso tut man da einen Erststrike hin? Das ist doch total bescheuert. So, weg mit dir. Weg mit dir. Das haben wir mal eingenommen. Und dann gibst du oben mal ein bisschen weiter auf den Maul. So, dann hier nochmal. Wunderbar, hoch damit. Wunderbar, so muss das hier. So, aber wo sind die Gegner? Ach ja, von hinten kommen wir jetzt ran, sagst du? So, weg mit dir. Dich kann ich hier gar nicht haben. Oh. Ja, geil. Den auch nochmal getötet. Sehr schön. Oh, da kam gerade einer. Wo kommt das denn jetzt her? Okay, das kommt von daher. Die habe ich irgendwie nicht getroffen. Geil, ne? Das war richtig toll. Ah, und ich laufe da auch noch hin zu dem, weißt du? Ah, die haben jetzt einen Bonus wieder bekommen. Aber die haben 31, die haben 33. Das ist doof. Ist ja sehr doof. Boah, Leute, wirst du mich... Oh, komm schon. Hätte ja wohl kriegen können. Oh, immer dieser Airbrush. Schon wieder Gegnerstärke. Und wieder Ziel angehalten. Da kommt einer von rechts. Oder auch nicht. Vielleicht wollte einer von rechts kommen. Hat sich so anders überlegt gehabt. So, von hinten. Ja, ja, natürlich. Wir warten auch gerne im Sand, wollte ich schon sagen. Nee, Sand ist es ja nicht. Sand wäre, glaube ich, ein bisschen schmerzhaft. Boah, wäre lustig, dann könnte man sich so Sandtürmchen aufbauen und so weiter. Mein. Ich hab euch lieb. Alle so lieb. Hatte ich gerade letzte Runde gewonnen oder verloren? Ich glaube verloren, ne? Ja, ich meine auch verloren. Und sie lang gehalten. Und dann gibt's hier nochmal. Oh, das kann doch nicht. Mann, Verlängerung, Verlängerung, Verlängerung. So lange, bis wir einnehmen oder die einnehmen. Irgendwie war das so. Und wir sind immer noch in der Verlängerung. Wir sind, und das war's. Toll, hey, Spaß, toll. Ja, Spaß. Ja, verloren. Ja, schön. Ja, hast du schön gemacht mit 3 Punkten. Ja, wie kriegen wir 335 Punkte? Toll, ne? Aber, oh Gott, 11-3, das ist doch noch der Beste. Oh Gott, was will denn hier? Minus 10. Ja, ist okay. Ja, danke, danke, danke. So. Aber ein Match machen wir noch heute. Ein Match machen wir noch. Dann haben wir 3 Matches. Sonst war jetzt bisher nur eins. Und ich will das Aruana Center haben, verdammt, normal hier. Und ich möchte Spiele haben, die hätte ich auch ganz gerne. Ohne Spieler wäre es langweilig. Also jetzt nochmal schöne Quellensmusik jetzt zum Entspannen. Hier auf Radio Splatoon. Die schönsten Lids von Limone und Marie. Ich glaube, so hießen sie doch, ne? Irgendwie so. Ich mach mit, wisst ihr. Ich werde der dritte Sänger. Naja, lieber nicht. Nee, ich glaube, die sind schon Fame genug. Von ganz Inkopolis. Und mehr. Ich meine, wir spielen ja hier im Spiel nur mit Inkopolis, mit dieser einen Stadt. Wenn wir nur lustig, wenn es irgendwie so mehrere Städte geben würde. Wenn wir noch voll geil, weil es gibt ja diese Splatfeste. Splatfeste. Und da gibt es dann diesen einen Ort, also halt regional gebunden alles. Es wäre cool, wenn jeder regionale Ort, zum Beispiel Japan hat zum Beispiel seinen Tokyo Tower. Wir in Europa hätten zum Beispiel den Paris-Eiffelturm. Was hätte Amerika? Gibt es irgendeinen schönen Turm in Amerika? Irgendein anderes Wahrzeichen halt irgendwie. Also, aber wirklich so komplett verschiedene Städte, wo man auch hinreisen könnte. Aber Problem ist, was für einen Sinn wird das geben? Ich glaube gar keinen. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen wie bei Animal Crossing, einfach so die Städte reisen. Ja. Würde aber nicht so viel Sinn ergeben. Nee.
Nee. Und dann will sich Leute auch beschweren, dass man nicht in dem Ort ist und so weiter und so fort. Bla. Ne? Nee, 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 nee. Das ist gerade echt. Ah, das liegt kalt hier. Kommt, Leute. Wir wollen noch ein Ründchen spielen. Na, dankeschön. Oh, Bukasis Geldpark. Wollte Arowana Center haben. Ach, Mann, oh. Na gut, dann bleiben wir halt hier bei. So. Okay. Dann wollen wir mal. Kann ja nur spaßig werden, obwohl wir haben neue Leute, oder? Wir fahren wir schon mal einen Roller. Hm. Könnte manchmal hilfreiche sein, manchmal aber auch nicht. Richtig. Ja gut, er hat mich zwar 1-1, ist mal doof, aber Wäre besser, wenn ich ihn getötet hätte und er mich nicht. Das wäre besser. Kommt da rechts einer vorbei oder ist einfach nur ein Sniper-Schuss gewesen? Warum nur ein Sniper-Schuss? Naja. So, kannst vergessen hier. Guck mal, da unten ist sogar einer. Boah, ich hatte den einen getötet, aber der Sniper, glaube ich, mich hatte getötet, ne? Ne, mit der Galon-Duke. Aber da war ein Sniper gewesen, der eine da. Okay. Der Sniper wurde, glaube ich, gerade getötet. Sehr, sehr schön. So, sieht sehr schön. Oh, da oben ist ja. Ich sollte nicht nach oben schauen, wenn ein Roller kommt. Nein, das war. Ne, das war so eine Galon-Deku, die mich kaputt gemacht hat. Okay. Und da kommt ein Airstrike. Ja, ein schöner Airstrike. Ja, kannst vergessen hier mit gegnerischer Herrschaft. Gleich wieder angehalten, der Zähler. Oh, ich sollte nicht hier drin stehen. Wie habe ich das dann geschafft, rauszukommen? Da bin ich gerade selbst von beeindruckt gewesen, wie ich da rauskam. Und wie hat Zähler angehalten? Sehr schön, sehr schön. Obwohl 2000 er tot. Nur ein Leute. Okay, schön. Das heißt, es gibt noch einer. Eine Person. Ja, hier sollten wir mal. Oh, da ist ja einer. Wow, 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 wow. Und da ist ein Sniper oben. Und tot. So, wunderbar. Herrschaft wieder erlangt. Aber hier ist halt beim quasi Skatepark. Das ist echt krass, wie man hier die Herrschaft sich behalten muss. So, sehr schön. Einmal runtergefallen. So muss das. Da kommt nochmal ein Airstrike rein. Sollte da vielleicht runter. Toll, ich wollte runter. Nee. Toll, sehr toll. Nee. Langhalten. Nein, kann's vergessen. Wo ist der Typ hin? Manchmal frage ich mich echt, wo die Typen hin sind. Oh, da ist ein Sniper. Ah, es ist nicht so geil. Ich wollte gerade weggehen. Zielkonzentrator erledigt. Ja, ja. Sehr toll. Hast du sehr schön, du schöner Sniper. Wir gehen mal hier lang, ne? Denn hier ist ja der Sniper. Mal gucken, ob er hier noch ist. Dann gehen wir hier mal hoch. Ist hier noch der Sniper? Ja, hier ist er noch. Hab ihn sogar getötet. Oder ein anderer. Aber er ist weg. Erstmal. Bis er sich da wieder hinkämmt. Wie ein richtiger Sniper es halt tut, ne? So, wer. Oh, hat er den noch hingeschossen? Irgendwo hin? Tatsache. Lol. So. Also die Runde läuft ein bisschen besser. Wo ist der Typ hin? Hä? Ach, keine Ahnung. Da ist der Typ. Wollte ich doch sagen, irgendwo in der Wand. Hatte Mine. So, Mine. Oh. Oh, da kommen grüne Bomben. Die sind nicht so geil. Ja, da war ich leider schon gedamaged gewesen. Das ist ja doof. War sehr doof. Sehr, sehr doof. Oh, schon wieder grün. Nee. Hör jetzt auf, meine ganzen Teamkameraden zu töten. Das ist ja widerlich. Hallo, Kinder, ich brauche Hilfe. Weg mit dir, danke. Bräuchte vielleicht Hilfe. Aua. Das tat weh, aber okay. War okay noch. Oh, da ist schon wieder grün alles. Okay, von vorne sind gerade da die Gegner. Der geht mir nicht, das ist ganz gut. Herrschaft wieder erlangt. Da unten ist einer. So, von oben. Lass dieses oben runterspringen. Das feiere ich total. Oh, ich habe ihn auch noch getötet. Geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dieses Runterspringen, das finde ich total cool, muss ich sagen. Fällt mir. Meist sehr gerne. Sieht halt auch cool aus, ne? Ja, manchmal wünsche ich, hier würde es eine YouTube-Funktion geben oder eine WePlay-Funktion. Das wäre echt cool. Aua. Ich weiß nicht, woher die. Ist da einer? Ne, woher kam die denn? Da ist einer. So, oh, der hat mich auch schnell gekriegt. Nee, nicht so geil.
Tja. Oh, da ist schon wieder einer. Da wird es wieder einer wissen. Das wäre der eine Typ da mit seiner schönen Airbrush RG, ne? Mit der goldenen. So, ich habe dich doch gesehen da. Blödkopf. So, hier nochmal einen schönen Erstzweig reingesetzt. Ach, macht ja nichts. Den machen wir ganz einfach wieder so. Zack. Herrschaft erlangt. Oh, da kommt doch einer von rechts oder oben oder von unten. Von links, von rechts. Von überall kommen sie hier. Und überfallen das Land. So, nach 10 Sekunden, das werden wir leider nicht mehr hinkriegen. Aber wir werden auf jeden Fall diese Position halten können. Oh, weg mit dir. Wunderbar. Hier nochmal einen schönen Erstzweig reingesetzt in die feindliche Basis. Oh, mein Dings ist rot. Das ist doof. Aber ich glaube, das sollte noch vielleicht ausreichen. So. Boah, 85 zu 8. So muss das, Leute. So muss das. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, Leute. Dann will ich vorstellen, was ist hier mit den Revierkämpfen? War noch Revierkämpfen, ne? Ja, Rangkämpfe auf jeden Fall. Ne, Herrschaft. Herrschaft heißt es, genau. Und wir sind beim nächsten Mal wieder mit den Rangkämpfen. Ach, nicht mehr Rangkämpfen. Ne, mit dem Einfärben, ne? Ihr wisst ja, Herrschaft und so. Ne, Rangkämpfe. Revierkämpfer. So. Also, wir sind beim nächsten Mal wieder. Bis dann, sag ich. Ciao. Euer Yoshi. Tendo.